Komm, wir lernen Deutsch im Museum, heißt es für 120 Kinder mit Migrationshintergrund, die einen spannenden Tag im Markus-Wasmeyer-Freilichtmuseum Schliersee vor sich haben. Dem Museumsgründer liegt das Thema Integration besonders am Herzen. Schon einmal hat er mit Menschen aus aller Herren Länder zusammen an seinem Hof gewerkelt und dabei eine Erfahrung gemacht, die er den Kindern unbedingt vermitteln will. Hoppla, wir sind ja alle gar nicht so anders da. Wir haben eigentlich fast das gleiche Leben zu Hause gehabt. Vielleicht ist die Landschaftsform anders, es ist vielleicht trockener oder höher oder einfach die Regionen unterschiedlich. Aber im Großen und Ganzen unterscheiden wir uns alle nicht. Die Kinder eingeladen hat das Museumspädagogische Zentrum. Warum, erklärt der Leiter Dr. Josef Kiermeier. Dass diese Kinder nicht nur in der Klasse im Trockenen lernen, sondern auch mal andere außerschulische Orte kennenlernen, ist es sinnvoll, in Museen zu gehen, weil wo kann man mehr Sprache lernen, aber auch gleichzeitig die Kultur des Landes kennenlernen. Wo kann man das besser machen als in den Museen? Und dann ging es auch schon los. Aufgeteilt in mehrere Gruppen gab es viel zu entdecken. Von der Kräuterkunde bis zum Filzen war einiges dabei. 6 Kinder schlossen sich unserer Filmcrew an und sollten einen Bericht über den Tag drehen. Und das sind unsere Reporter. Hallo, ich heiße Admir, ich komme aus Bosnien, ich bin 13 Jahre alt. Ich heiße Santana, ich komme aus Kanada, ich bin 13 Jahre alt. Hallo, ich bin der Christian, ich bin 14 Jahre alt, ich komme aus Polen. Hallo, ich bin Khalid, ich bin 12 Jahre alt, ich komme aus Somalia. Hallo, ich bin Dina und ich bin 13 Jahre alt. Hallo, ich bin Ömer, ich bin 14 Jahre alt und ich finde, hier ist sehr toll, sehr schön. Und jetzt zeigen wir, was wir den ganzen Tag gemacht haben. Viel Spaß! Hallo, was machen Sie hier? Ich tue mit euch Filzen. Also wir haben hier Schafwolle von unseren Schafen. Das sind Bergschafe. Und aus den Locken machen wir hier einen Vlies. Den kämmen wir mit dieser Maschine. Und daraus rollen wir dann einen Ball, kommt ein bisschen Farbe drum. Und der wird dann in dem warmen Seifenwasser zu einem Ball gefilzt. Mani, was hast du gemacht? Legen Sie halt hier und dann schauen Sie, ob wenn die fest sind, sind die fertig. Wenn die noch ein bisschen weich sind, sind die noch nicht. Wenn noch nicht, dann müssen die noch mal rein, bis sie halt fertig sind. Und bleiben die so klein? Ja, die bleiben also, es wird erstmal größer gewesen als das. Also wenn es gebacken wird, immer kleiner und so bleibt halt die Form. Was habt ihr heute gemacht? Also wir haben heute Zaun gebaut. Wir haben zuerst Löcher gemacht mit so einem Metallstock. Dann haben wir die Stocke reingetan und dann die Bretter auf das gelegt. Und wie lange dauert das? Ja, bevor wir das fertig waren, dauert es eine halbe Stunde. Hallo! Was machst du denn hier? Also, wir verbinden jetzt die Kräuter zusammen, wir machen eine Dekoration, zum Beispiel das habe ich gemacht, Entschuldigung, das. Einfach verschiedene Kräuter, die wir halt gefunden und erkennen und gerochen. Soll das ein Mutze sein oder was? Nein, Dekoration, wir machen Tischdecken, glaube ich. Ach so. Hallo, wie machen Sie das genau? Jetzt schaust du zu mir her, dann zeige ich dir das. Wir geben die Schmierseife drauf auf das alte Leinen oder Kernseife und nehmen eine Bürste und dann bürsten wir ganz fest. Ist das vielleicht schwierig? Ich weiß nicht. Ganz normal. Wie lange dauert das eigentlich? Ja, ungefähr eine Stunde für die einzelnen Teile. Die Spitzenunterwäsche musst du jetzt in einem klaren Wasser so lange spülen, bis kein Schaum mehr drin ist. Aber nicht im Trog bitte, weil da trinken normal die Kühe raus. Und da hinten ist dann die Wäscheleine, da kannst du es aufhängen. Ganz schön anstrengend die Arbeit vor 300 Jahren. Nach einer deftigen Brotzeit ging es weiter auf eine Schnitzeljagd und zur Führung durch das Strommuseum auf eine kleine Zeitreise in die Geschichte der Elektrizität. Ein Tag voller Eindrücke liegt hinter den Kindern. Da gibt es zu Hause bestimmt viel zu erzählen. Ja, bei Singen und Tanzen, wir haben bayerische Lieder gesungen und bayerische Tänze getanzt. Ja, also ich habe heute neue Freundschaften angeschlossen und das hat mir gut gefällt. Ja, das hat Spaß gemacht. Das war super. Wir lernen Deutsch im Museum. Und wie wir hören können, klappt das doch ganz gut. Nur einer ist noch ein wenig schwer zu verstehen. Woran das nur liegen mag. Ich spreche bayerisch. Da könnten wir vielleicht auch bayerisch reden. Reden wir zwei miteinander. Nein, das passt schon.